caught in the crossfire. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ja, ich wollte eigentlich kein Video machen, aber hab mir gedacht, ich mach doch eins. Und ja, wir befinden uns hier wieder an einem Stollen, wie ihr seht. Und der ist nur 150 bis 200 Meter lang, aber ja, ich finde, er sieht klasse aus und wir gehen mal rein. Ich bin ein bisschen außer Atem. Es ging wieder kilometerweise berghoch und boah. Leute, jetzt stand ich hier drin und war echt ein bisschen schockiert, weil ich dachte, der wäre zu. Da war die Klappe zu. Ich denke, das kann ja nicht sein. Jetzt habe ich es probiert aufzumachen und sie ist offen. Und wir gehen rein. Ja, Leute, und heute bin ich auch alleine unterwegs. Ja, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hallo? Hallo? Ja, Leute, hier haben wir einen ganz alten Eimer. Und oh, das ist so gruselig. Ich meine, ich weiß nicht, ob er das schon mal gemacht hat, allein in so einem Stollen. Aber ich finde das schon strange. Vor allem, mir ist die Badhose kaputt gegangen. Ja, ich hoffe, dass hier bis zu dem Loch das Wasser nicht tiefer wird. Ja, vor allem, wie gesagt, wenn man hier alleine ist, sind auch viele Gefahren, die hier drin sind. Ja, ich glaube nicht, das mache ich normalerweise nie. Ich bin ja jetzt nicht ganz alleine unterwegs, aber allein mit dem Stollen drin. Weil meine Mitfahrgelegenheit keine Lust auf die Badhose hatte. Ja, boah, jetzt verliere ich die Brille. Leute, Leute. Ja, das ist echt ein bisschen. Jetzt alles ein bisschen unangenehm, aber egal. Aber ihr glaubt es gar nicht, es beruhigt tatsächlich, wenn man ein Video dreht und spricht. Ja. Da hat man so ein ruhiges Gefühl. So, der Fischer geht jetzt eigentlich auch hier gerade, was ich machen wollte. Hat nur ein Video, hier die Wassersäbel schrecken Foto machen. Ja, endlich bin am Hauptmotiv. Das Gitter hier vorne. Ja, Leute, ihr seht das Gitter. Und da ist das Ende. Ja, hier hat man auch noch so was von früher. Und das ist das Gute, man kann den Ausgang noch sehen. Und ja, ich werde jetzt auch den Rückblick machen, weil mir ist das, wie gesagt, alles vorher. Man könnte natürlich mit aller Gewalt sich durch das Gewitter jetzt Gitter noch kämpfen, aber wir machen ja nichts kaputt. Der sagt, wir werden auch jetzt nichts ändern und heißt, wir gehen so zurück. Da ich diesen Stollen auch jetzt, sag ich mal, von Bildern her kannte, wusste ich ja, was mich auch ein bisschen erwartet. Boah, ey, ich schalte mal schnell ein Gewehr ein. Darum habe ich mich halt jetzt auch alleine dann getraut. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt gar keine Ahnung gehabt hätte, wäre ich jetzt auf den nicht reingegangen. Ja, Leute, da war es. Videotechnisch kommt das eigentlich nicht viel. Fototechnisch war der echt klasse. So, das Ganze raus. Ich melde mich gleich nochmal. Ja, Freunde, ich bin jetzt auf dem Rückweg nach draußen und muss jetzt ein bisschen aufpassen. Hier sind wieder viele Autos. Der ist im Strecker nach Hauptstraße. Ja, ich fand den sehr schön. Klein, aber gut, es muss ja auch nicht immer riesengroß sein und davon, dass ich jetzt auch mal alleine da drin war, war das ganz gut. Ja, jetzt habe ich hier wieder einen mega Weg zurück. Aber gut, ah, hier sehe ich einen Trampelpfad. Ja, und oh, da liegt ein Wildschwein. Ja, wie gesagt, ne? Normal mache ich sowas nicht, aber ich bin jetzt mit der Janine unterwegs, sie hat draußen gewartet. Och Leute, hier komme ich gar nicht zurück. Und
Ich bin dann halt einmal reingegangen, hatte halt die Info, dass der von der Luft in Ordnung ist. Und nur, wie gesagt, tut mir leid, wenn das hier alles so ein bisschen wackelt. Aber das blöde Geäst